Okay. Ich bin schon mal ins Bett gegangen. Okay. So. Lieber Jan, ich habe deine Nachricht gelesen. Alles gut. Oh. Guck mal, wie viel Geld ich uns zusammen verdient habe. Ja, bin stolz drauf. Guck mal, allein die Mayo und das Trüffelöl. Guck mal, 2100, die Ja, das Mayonnaise. Trüffelöl, das bringt es. Also da würde ich eher vorschlagen, noch ein zweites Schwein zu holen. Ja? Eine Statt. bayerische Hochzeit im Dirndl. Aber nur im Lederdirndl, das sag ich dir. Weib, aufsteh, los. Und sag dich, wie er dir geht's nicht gut. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Sonne lacht. Ja, so langsam müssen wir auch irgendwann mal wieder Viechter verkaufen. Aber solange die Milch und sowas geben, würde ich die ungern verkaufen. Auf jeden Fall eine Ziege oder was, ne? Oder nicht? Ja. Ich glaube nicht, dass sie keine Milch hat. Oh, ernsthaft? Warum haben die immer keine Milch? Okay, ich zutsch gerade am falschen Ende, aber. Ah! Musst du sie von vorne melken oder was? Nee, von hinten, das ist das Problem. Ah, okay. Nein, die hat immer noch keine Milch, egal ob ich da zutsche oder nicht. Guten Appetit, lieber Jens. Guten Hunger. Ja, von mir auch. Lass es dir schmecken. Schwein, lass mich mal durch. So. Also ich denke, dass wir hier bei den Hühnern auch reduzieren müssen, bei den Enten oder so. Dann gehen uns aber die Eier flöten und wir können dann nicht mehr so viel Ja, aber das Mayonnaise. andere Ei kann nicht schlüpfen, Okay. weil zu viel drin ist. Wir haben drei Enten, zwei braune Hühner, zwei weiße Hühner. Und wir haben, ich glaube, die kann dann nicht schlüpfen. Das ist das Problem. Kann das sein, dass das so ist? Mal eine Frage an die erfahrenen Spieler. Dass da nichts schlüpft aus dem Ei, wenn der Stall zu voll ist. Milch alle 2 Tage bei den Ziegen. Wie viele Tage leben wir hier schon? Und die klopft immer noch, die Olle. Morgen noch klopfen. Ich befürchte sowas. Kaffeebohnen sind fertig. Sehr schön, gleich mal in. Mache ich gleich. Das ist richtig, aha. Siehst du, und das Ei schlüpft nämlich nicht, wenn wir da zu viele haben. Also, wir Ah, müssen. okay. Ich werde mal morgen früh gucken, wo am meisten Herzen sind. Werde ich verkaufen. Ja, ist okay. Und, damit da mal wieder was. Eine Ente weg, ja, siehst du? Okay. Das machen wir dann morgen früh. Damit die noch einmal Liebe kriegt, vielleicht sind dann die Herzen auch voll oder so. Wird der Dino auch größer oder bleibt er so lütt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich Okay. kann dir leider darauf keine Antwort geben. Weiß nicht, wo ich die Federn hingetan hatte. Waren die hier drin? Nee. Aber hier war das drin, ne? Hatte ich die Federn hier reingetan? Ja, hier waren die drin. Okay. Wenn die meine Kisten sehen, dann schreien sie eh gleich wieder verkaufen. Warte. Sternfrucht. Verhau dich nicht bei der Schnelligkeit, Pippi. Ja, ne? Echt, du. Du könntest dir auf den Finger schlagen. Schuhe besohlen, ehrlich. Du magst eine Mayonnaise machen. Ja. Das da rein. Auch die Frau war schon wieder einkaufen. Heißt sie mir die Kreditkarte sperren und sie geht hier ständig Was? shoppen. Was? Wer geht shoppen? Du! Inwiefern? Mir sperrst du die Kreditkarte und dauernd ist deine Einlagekiste voll, ey. Aber das macht ja Geld. Was? Sehe ich nicht. Was? So, die kann hier mit rein. Die Saat mache ich gleich. Die Geode kommt hier rein. So. In diesen Vervielfältiger, was ist denn da alles drinne? Alles Mögliche. Diamanten, Rubine und so weiter und so Ah, fort. okay. Da könnten wir auch mal hier aussortieren, ne, die ganze Sache. Und alles wegbringen in die Gilde. Ja, in die Sekte da. Ja, mal gucken, ob das Schwein hier was gelegt hat. Das hat nicht gelegt, es hat was aufgestöbert. Inzwischen kennen wir doch deinen Sammeltrieb. Was? Niemals. Liebe Cat, nie, niemals. Ich würde niemals, also mehr als. Mehr als was. Ach, vergiss es. Liebe Cat, du hast recht. Du hast ja so recht. Ich schäme mich. Robin hat Hunger. Die hat ein Problem, wenn sie nicht mal schneller arbeitet. Wir wollen morgen heiraten und mein Haus ist nicht fertig. Die hat gleich ein Problem. Weißt du so, ich will heiraten und die kriegt dann die einfachsten Dinge von einem Haus nicht fertig. Echt, ey. Sag mal, können wir nicht mal ein paar von diesen Pilzen verscheuern, oder? Ja, kannst du gerne machen. Natürlich, Okay. natürlich. Also ich würde sagen, die Sekte hat doch jetzt auf, ne? Ja. Ich gehe mal ganz kurz und bring mal den ganzen Kladderadatsch weg. Also hier diese Bleiruten können weg. Die Ringe können weg. Leuchtring kann weg. Die Sensen können doch auch weg. Kann man die Sensen verkaufen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Stahl, das Schwert weg, das Schwert. Die Schwerter hau ich alle weg, ne? Ja, wir haben hier das gute Schwert. Ja. Und die Sensen und die Schleuder geht nicht, ne? Benötigt Steine. Hast du schon mal mit einem Katschi geschossen? Nein. Warte mal. Nicht. Also im richtigen Leben ja. Oh, zweimal Trüffel. Was ist mit dem los? Der mitgekriegt, dass wir ihn schlachten wollen, oder was? Bleib mal stehen. Ich hab doch Steine. Die muss man darauf tun. Ach, die muss man darauf tun. Okay.
Was denn? Was denn? Nein. Warum soll ich in den Keller gehen? Guck mal, das Schwein hat schon wieder einen Trüffel gefunden. Jetzt ist der dritte. Michi, danke schön für deine 5. Diesmal habe ich gelesen. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Ja, ich muss bei der Angel wie bei der Angel, genau. Ach, ich laufe schon wieder, weißt du? Ich könnte ja mit dem Bus fahren, aber ich laufe lieber. Ja, ich musste tatsächlich, hätte die tatsächlich darauf machen müssen, die Steine. Aber da sie ja jetzt, halt, komm zurück. Da sie ja jetzt wusste, was ich vorhabe, habe ich mich dann nicht getraut. Toll. Ach, Benno. Hast du alle Blümchen auch gegossen? Ja. Bitte, 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 bitte. Danke, 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 danke. Ich gehe mal zur Sekte. Uns ein wenig Geld verdienen. Ich hoffe, du bist damit einverstanden. Ja. Du kannst auch die Schuhe in der Gilde verkaufen. Kannst du mal die... Ich komm mit. Hast du noch Inventarplatz? Nee, deswegen ja. Laden. Guck mal, ich kann... Soll ich mein Galaxy-Schwert verkaufen? Nein. Die Bleirute kann ich verkaufen. Die Bleirute, den Ring, den Ring, den Leuchtring, den Leuchtring, den Leuchtring, den Stahlfalken. Guck auf das Geld. Ich wollte dich nur darauf hinweisen. Schau auf dieses verkackte Geld. So. Schau auf dieses verfackte Geld. 0 von 50, was auch immer. Höhleninsekten haben wir auch noch nicht genug. Und 0 von 100, was auch immer, auch noch nicht genug. Pfefferrex. Was ist ein Pfefferrex? Das sind die Dinos, oder was? Und Schlangen müssen wir auch noch. Oh, 225. So, ich bringe jetzt die Schuhe. Ja, dann gehst du auf Laden und dann klickst du auf die Schuhe, die du verkaufen willst. Wo bist denn du? Bist du jetzt an bei der Mine. Ja, ja, an der Gilde. Ich habe die Zeit. Weißt du, wo unsere Mine ist? Wo ist unsere Mine? Ich warte vor unserer Mine. Okay. Ups. Und wehe, hier klingelt das nicht gleich in der Kasse. Das sah ich dir, du. Hi, Schatz, hier bin ich. Ja, hier. Da wohnt die Sekte. Ah, ja. Ich kann ja in der Zeit hier mal gucken, was hier sich getan hat. Ob hier nochmal wieder ein bisschen was rumliegt. Oh, hier liegt noch ein bisschen was rum. Hier kannst du gleich schuften gehen. Weib. Er will aber... Nee, du musst auf Laden gehen. Also, dass du in dem Laden was einkaufen willst. Und dann erscheint dein Inventar. Und da klickst du auf die Sachen, die du verkaufen möchtest. Verstehen du? Nee, ich mach gar nichts hier. Hier passiert gar nichts. Im Laden. So, wenn du ihn anklickst, hast du 3 Auswahlmöglichkeiten. Ich klicke ihn an. Oder klick auf seine Kasse oder was auch immer. Nee, den hier auf die ja, hier. Ja, aber es passiert nichts. Rechte Maustaste? Auch nicht, passiert gar nichts. Oh! Doch, wenn du ihn anklickst, brauchst du was. Laden, Objektwiederherstellungsdienst oder verlassen. Ja, hier, komm, ich gebe dir die Schuhe. Nee, kannst du mir nicht geben. Klick einfach da auf... Warte mal. Wenn das Schwert... Nicht dein Galaxy-Schwert verkaufen. Nein, das mache ich nicht. Die Schuhe sollst du verkaufen. Ja, aber... Okay, warte mal. Alles, nein, was du verkaufen kannst. Also nicht dein Schwert, bitte. Nein, das mache ich ja auch nicht. Ich kann bei ihm nur kaufen. Du musst... Guck mal in dein Inventar. Da sind die Sachen, sind hell erleuchtet quasi. Also
zu sehen, die du verkaufen kannst. Also kann ich gar nichts verkaufen. Ist bei dir da nichts zu sehen, was du verkaufen kannst? Nein. Auch dein Galaxy-Schwert ist nicht zu sehen. Nein, mein Galaxy-Schwert ist nicht, auch nicht, nein. Das kann ich dir fotografieren und zu dir rüberschicken, wenn du ja, das magst. Ja, ich, das wäre lieb. Echt jetzt? Ja, bitte mach das. Okay. Ein Moment. Schuhe verkaufen, dann kommt man, tritt kalte Füße, was? Ja, ist unterwegs. Ich kicke, ich gucke, lucke. Hä, wieso hast du das so? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich Schwierigkeiten habe, was... Egal, dann bringe ich morgen die Schuhe weg. Ja, genau. Hast du noch Platz im Inventar? Ja. Grit bekommt kalte Füße. Nee, mein Prittstift kriegt kalte Füße, aber das kriegt keine kalten Füße mehr. Das ist tot. Oh, Lavisinchen! Dankeschön! Danke, danke, danke für die 50 Bits. Danke! Viel zu tun, ne? Ja. Aha. Viel zu tun. Danke, 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 Lavisinchen. Du brauchst gar nicht lachen, Manu, mein armer Prittstift. Er ist tot. Oh, Lavisinchen, danke. Danke, 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 danke. Ich glaube, das Lilane hier ist, Iridium. Okay. Vermutlich. Hey! Hallo, liebe Miri! Einen wunderschönen Feierabend wünsche ich dir. Hi. Was ist das? Amethyst. Amethyst, okay. Alles leer? Yes. Dann können wir ja nach Hause fahren, ne? Bushaltestelle. Sehr warm. Oha. Oh, da war noch was. Diese Frau läuft hier an allem vorbei, weißt du, bloß nicht sammeln. Aber wehe, das Geld ist alle. Dann meckern, weißt du, so. Meine Kreditkarte. Die klopft hier immer noch. Ach, machst du? So. Sag mal, wie lange brauchen eigentlich diese Weinfässer? Die brauchen ja Jahre. Derzeit haben wir schon zweimal frische Marmelade gemacht oder dreimal. Kann ich auch nichts machen. So langsam ist das hier. Dieser Iridium-Sprenkler, jetzt nochmal dahin gehen. So, warte mal, warte hier. Iridium-Sprenkler, der da. Bewässert jeden Morgen 24 Felder. 24 Felder. Oh, Mickey, ich hab dich so gerne. Unser Mickey ist angekommen. Hallo, lieber Mickey. Ihr seid da. Allen einen schönen Abend. Sorry, dass ich gestern auf einmal so ruhig war. Hatte Stechen im Kopf und dann auf einmal Hammerkopfschmerzen wurde. Wurde heute zur ausgewachsenen Migräne mit Auerlicht. Dank, aber geht so langsam. Kopfschmerzen sind ja bald groß. Dann ziehen sie aus. Oh je, oh je, oh je, oh je. Lieber Mickey, ich sende dir hiermit ganz viel Liebe, Grüße.
Ich hoffe, dass du bald durch bist. Je teurer der Wein, desto länger brauchen die Fässer. So, dieses hier, wie viele Felder sind das? Eins, zwei, drei. Warte, 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 warte mal. Wenn ich jetzt sage, dies nach, was nimmt man denn da? Habe ich hier irgendwas? Nee, ne? Warte, ich kann ja die nehmen, ne? So. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 10 mal 10 sind 20 Felder. 10 mal 10 sind 20 Felder. Was erzähle ich denn? 100. Oh. Oh. 24. Hast du denn genug Saatgut? Na, ich habe überlegt gerade, wenn man, wo man jetzt hier 24. Vier mal sechs? Nee, wie zählt man denn die 24? Ja, in 6er-Schritten kannst du sie zählen. Ja, sechs lang und sechs breit sind 6 mal 6 sind 36. Ja, aber du kannst ja auch 4 6-mal nehmen. Hä, wie rechnet er denn das? Wenn ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5 nehme, mal 5, 1, 2, 3, 4, 5 sind 25. Und der in der Mitte. Also müsste. Oh. Du willst einen Sprenkler reinsetzen, richtig? Ja, KW82, vielen, vielen, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Ja, deswegen, also 5 mal 5 wäre das dann. Also müssten hier in diesem Kasten 4 Sprenkler rein. Na, dass du setzt die jetzt einfach, denke ich mal, wie bei Farm Together, immer im Neunerpack. Ach nee, hier sind 12. Oha. Hier sind ja 12. Aber dann sind die hier in der Mitte nicht gegossen. Die habe ich mit der Hand gegossen. Ja, nee, ich meine, Ach so. wenn ich 5 mal 5 mache, habe ich ja 25. Und die Mitte geht ja weg, einer, weil da Sprenkler der hinkommt. Sprengt, der hinkommt. Also wären das 24, weil da steht ja, der große Sprengt, der macht 24 Plätze. Wenn ich jetzt in alle vier Ecken Ach, jetzt das verstehe mache, ich dann dich. bleibt ein Mittelstreifen frei. Aber das ist, glaube ich, nicht schlimm. Nö. So. Ich möchte jetzt einen machen. Dann bin ich Fünf gespannt. hoch und fünf zur Seite, siehst du? Ich guck zu. Ich nehme jetzt die letzte Batterie Ja. und mache jetzt einen Sprenkler. Okay. Und zwar setze ich den nämlich dorthin, wo da schon was gepflanzt ist, damit Iridium, was brauchte ich noch? Warte, was waren das noch? Und Goldbarren. Ich So. kümmere mich mal um das Zeug, was da gerade ist, dann kannst du dich um das andere Ja, kümmern. so, diesen Sprenkler möchte ich jetzt setzen. 5 hoch, 5 zu setzen. Aber ich werde jetzt dafür eine Pflanze zerstören müssen. Ja. Ich glaube aber, das ist es wert, oder? Wir probieren es einfach Oder mal ich aus. setze es hier, aber das wäre schwachsinnig. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Es wäre quasi diese, die ich kaputt machen müsste. Welche? So. Dann müsste mindestens die Hälfte davon jetzt besprenkelt werden. Zwei, vier, sechs, acht, zehn.
Da müsste jetzt quasi die Hälfte von dem ganzen Zeug müsste jetzt also besprenkelt werden. Ja. Also, wir haben definitiv zu wenig Batterien. Da liegt es dran. Iridium hätten wir genug, aber Batterien halt nicht. So, die Tiere sind auch drin. Hast du schon zugemacht? Sehr schön. Du bist ein guter Schatz. So, warte, ich muss mal einmal Inventar leer machen. Morgen wird geheiratet. Die baut immer noch an unserem Keller, weißt du? Ah, unfassbar, diese Frau, unfassbar. Morgen wird geheiratet, geheiratet. Das für ein Krach, sag mal. Was denn? Das ist ein Vogel? Ja, maybe. Das. Also Los, Acker. das Na, Katschi hier konnte ich auch durch. Ich nicht. habe noch eine Menge zu tun. Die soll mal langsam zusehen, ey. Haben wir nicht ein paar Schuhe, wo das schneller geht, wo sie Ich habe besser drin übrigens ein sind? historisches Artefakt, was Gunther haben kann. Aha. Noch nicht mehr heute Abend. Warum muss ich da eine Steinplatte hinlegen, Heiko? Heiko, warum muss ich da eine Steinplatte hinlegen? Die Schuhe hast du ja weggepackt. Hast du dein Inventar leer gemacht? Ja, ich habe nichts mehr drinne. Ja, Okay. Ich will nur noch wissen, warum ich da eine Steinplatte hinlegen soll. Hast du eine da? Ja. Pflasterfahrt habe ich da, so ein Ding hier. Habe ich extra bei den Expanded Version auch so gemacht. Hatte es bei jemand anderen mal in einem Video gesehen. Wenn ihr da historisches Saatgut abgebt, bekommt ihr das Rezept für uralte Frucht. Ach, das ist ja die uralte Frucht, ist doch der da, wo das Holz ist, das, der die futtert, ne? Dieser Affe da, oder was das ist. Ja. Also, ich soll da eine Steinplatte hinlegen, dann mache Kannst du ich das das. wieder aufnehmen? Ja, augenscheinlich schon, aber ich kann hier keine Platte hinlegen. Steinplatte kann ich nicht hier hinlegen. Doch, jetzt. Ach so, warte. Jetzt kannst du so. Nee, da wo es grün, genau da. Geht nicht, kann ich nicht klicken. Okay. Ist grün, aber kann ich nicht klicken. Also kann nur den. Oh, alt, die Frucht ist blau. Ich werde den jetzt erstmal so lassen mit der und ich werde den Stein erstmal. Oh, da fliegt eine Eule über meinen Dingsbums. Ey, die Okay. Kröte ist immer noch nicht fertig mit Arbeiten, du. So, die letzte Nacht, die du allein schläfst, die Hochzeitsnacht da vor der Hochzeit bringt Unglück. So, meine Lieben, seid ihr bereit? Die vermaledeite Katze liegt an meinem Bett. Letzte Nacht ich auch alleine Oh, die Hofarbeit, was ist jetzt? Die Marmeladen. Sternfrucht, tatsächlich. Alter Schwede und der Trüffel. Und der Okay. Trüffelöl, ja. Okay. Als Susi nach Pelikan kam, wusste niemand, ob sie in unsere Gemeinschaft passen würde. Aber ab heute wird Susi wie jeder einzelne von uns ein Teil dieser Stadt sein. Es ist mir eine große Ehre, am heutigen 6. Sommer Susi und Andrina zu vermählen. Nun, dann lasst uns mal anfangen. Susi, Andrina,
Als Bürgermeister von Pelikan und örtlicher Träger des Ehesiegels erkläre ich euch hiermit zu Frau und nun Frau. Ihr dürft euch jetzt küssen. Guck mal, wie Mani sich freut. Das Leben wird von jetzt an anders sein. Aber die Zukunft sieht rosig aus.